Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Das zum Ausbuddeln brauche ich auch noch. Die Schaufel. Mhm. Das Ausbuddel-Instrument. Wie hieß das nochmal? War das schon hier? Dieses Ding. Ich habe meinen Vormittag im Übrigen damit verbracht, meine Weihnachtsdeko aufzuhängen. Das Rick, ist alles sind, schön sind noch ein paar Beeren. Ja, okay. Selber schuld. Warum verbringst du deine Freizeit mit so einer Scheiße? Doch schön. Weihnachtsdeko jetzt schon? Ja. Kann ich bitte was zu essen haben? Ich hab ja, Momentchen. Ich frag nochmal, Weihnachtsdeko jetzt schon? Ja? Jetzt schon? Ja. Mhm. Alles klar. Ich mag Weihnachten. Ich mag meinen Baum, der sieht super aus. Ich mag den nicht für ein paar Tage stellen. Ich mag auch Weihnachten im Sommer. Ja gut, dafür, dass es im November 20 Grad sind. Dafür kann ich jetzt nichts. Meine Weihnachtsdeko richtet sich nicht nach dem Wetter. Nein, die richtet sich nach Halloween, wird aufgebaut. Feuer? Ist auch an. Ich hab leider nichts. Mein Zeug liegt alles unten, da muss ich gleich erstmal hinlaufen. Wenn auch irgendwer Hunger hat, muss er sich da jetzt einfach bedienen. Die Hunger habe ich nicht. Mir fehlt Zeug einfach. Und die Hand aufhalten, bitte. Einmal Hand aufhalten. Hände. Hast du Chester auch unten gelassen? Ich habe alles unten gelassen, weil ich keinen Platz hatte, wie ich bereits erwähnt habe. Außer die Schrauben, die habe ich mitgenommen. Und nicht mal für die hatte ich Platz. Aber der Malus ist da, also das mit dem Eingang ist irgendwie... Das ist strange. Spoiled Monster Meat, Rick, kannst du damit was anfangen noch? Monster Meat ist... Nee, nicht wirklich. Das lege ich mal hin, das kann ich gleich für die Gärten gebrauchen. Ich hab's daher gelegt. So, ich geh jetzt mein Zeug holen. Ich hab grad so eine Bird Trap gemacht, kann ich die überall hin droppen? Das wäre ganz cool, wenn du nicht einfach so sämtliche Spinnennetze, wovon wir nicht allzu viele haben, für Ach, Dinge opferst, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Jetzt, oh scheiße, du hast alle genutzt. Nein, ich hab noch, da sind eh noch 20. Ich hab nur mal 4 verwendet. Und die sind alle weg? Tja, weil ich da mit dem Augenmann gekämpft habe. Achso, die Augenmann-Geschichte. Wie schaut das so fresstechnisch bei dir aus? Hier noch 20 Silks. Okay. Also, wo soll ich die hier hin platzieren, die... Die kannst du irgendwo hin platzieren, dann musst du das Seeds reintun und dann auf kurz oder lang... Okay. Fängst du einen Vogel, aber Fleisch haben wir ja jetzt momentan keine Probleme, das wird später noch anders aussehen. Aber ich wollte trotzdem einen Vogel fangen. Ja, dann fang einen Vogel, ich hab dir doch gesagt, wie es geht. Ich muss mal kurz gucken, Kühlschrank... Ah, dass wir einen Kühlschrank haben. Ich hab mal eine kurze Frage. Ja. Zu lang. Wenn ich diese Marmor kaputt habe ich Marmor, richtig? Marmorviecher? Marmor, was? Naja, ich bin doch jetzt hier wieder da, wo du mich jetzt wiederbelebt hast. Ja. Hier ist ja Marmor. Ja. Ja. Weißt du, wenn ich diese Figuren jetzt rumhaue, habe ich Marmor. Ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das wollte ich nur wissen. Dann bringe ich das ist exactly. Ja, nicht? Das war's? Ja. Okay. So. Die Kühlschrank steht. Bitte alle verderbliche Nahrung da hineinpacken. Ich muss erstmal was für meine Sanity tun. Jetzt können wir auch Beeren, so viel wir wollen, einsammeln und Karotten? Bring ich Karotten. Und Karotten und Hasen. Braucht man Marmor für was Wichtiges? Für die Marmorrüstung. Also brauchst du Marmor. Ja, oder ich nehme einfach die Holzrüstung und kämpfe besser. Eins von beiden. Mm-hmm.
Ich habe auch Teppichboden mitgemacht. Ich habe leider keine Links dabei. Hat noch jemand Seeds von euch? Ja. Ja. Okay, dann pack sie mal da in die Falle. Nee. Wo bist du denn? Ach, da. Da die Bird Trap. Da hast du Seeds, mach es selber. Zack, in die Falle geflogen. Okay. Die nimmst du in der Hand und dann baitest du die einfach. Und mehrere oder reicht eins? Eins reicht. Okay. Und jetzt brauchst du quasi nur noch warten, bis die Falle zuschnappt. Ja, ja, schön. Falle hat Falle zugeschnappt. Sieht cool aus. Ich mag es. Ja, du bist ein sadistisches Dreckschwein. Hatte ich noch genug? Hatte ich bestimmt nicht. Verdammt. 2, 3. So, der nächste bitte. Soll ich das Fleisch auch da reinhauen in den Kühlschrank oder soll ich es dir gleich geben? Nee, hau mal aus dem Kühlschrank, was verderblich ist. Das ist sicherer. Dann ist sichergestellt, dass es nicht noch irgendwie verderbt. Ich muss erstmal los. Ein bisschen Holz organisieren. Wie cool das aussieht. Diese Vogelfalle. Schön, dass du dich erfreuen kannst daran. Ich bringe 15 Marmor für dich mit. Nee, 17 sogar. Okay, okay. Ah, da ist die Schaufel, okay. Wer hätte das gedacht? Ich habe sie unter Schaufel gefunden. Das ist leicht verwirrend. Gleich rasieren. Kleiner Arsch. Gang hatte gerade wieder einer seiner berühmt-berüchtigten Schwächeanfälle, weil sein Magen nicht voll war. Wenn du danach gehst, dürftest du mit dem Typen überhaupt nicht mehr los. Hat. Oh, ein blauer Glam. Was? Hier liegt so viel rum, das geht mir gerade so auf den Zeiger. Wir brauchen mehr Truhen. Ja, ich weiß, ich bin doch schon dabei. So fast. So fast, so noch überhaupt nicht. Doch, aber dann kam ein Stein. Und hier ist noch ein Stein, verdammt. Die Steine halten mich auf vom Holzhacken. Hier sind Spinnen. Hier ist Marmor. Schon wieder ein Stein, dafür renne ich jetzt aber nicht zurück. Hier sind auch noch Spinnen, verdammt. Ich dachte, ich hätte hier eigentlich ganz gut rumgemordet. Ich hoffe, ich finde wieder einen Augenmensch, der war lustig. Ich hatte viel Spaß mit ihm. Ja, und beim nächsten Mal, aua. Ey, sag mal, also Bäume sind ja auch ein bisschen rar, ne? Ja, pflanzt doch nur, ich kann gleich neue pflanzen, ich habe 8 Dings dabei. Ja, so ein paar habe ich auch noch, muss ich mal gucken. Das sind meine Seeds. Alleine, was hier an Edelsteinen am Boden liegt, das ist ja pervers. Was da alles so rumliegt, da hat man keinen Plan mehr, ob die gut oder schlecht sind alle. Was genau meinst du? Also was sich da alles herumbewegt mit den ganzen Bienen und Vögeln und ja, also im Prinzip alles, was sich bewegt, ist eine Gefahr. Oh, Rick bewegt sich! Und Christiane bewegt sich auch. Er hat PvP aber ausgestellt. Ja. Schade. Als ich gestorben bin, ist mein Bart verschwunden. Ja, das passiert. Boah, hau mal ab, du Kackspinne. Geh! Du kannst nicht! Vorbei! Oh, die Nacht fängt an. Ja. Und zwar viel zu schnell. Wo ist jetzt? Ich muss an den Kühlschrank. So. Das ist immer anmerken, dass du, glaube ich, irre macht, dass du jedes Mal auf die Straßenbahn. Warum, verdammt?
Ich finde, jeder sollte auf der Straße bauen dürfen. Wenn da Straßen sind, das geht mir so auf den Zeiger. Das ist mir scheißegal. Ich weiß, ich wollte es auch nur mal gesagt haben. Ich auch. Ja. Du musst das so sehen. Du kannst mit einer Affengeschwindigkeit zurück in die Base flüchten. Und dann läufst du voll vor so einen Beef-Jerk-Stand und bist dann noch geköpft. Nein, du musst das so sehen. Während du in die Base rennst, kannst du mit offenem Mund schon Beef Jerky genießen. Ja, oder bei hier Dings tanzen. Wie heißt das? Geh mal vom Kühlschrank weg. Den Geh mal vom Kühlschrank weg Song. Ja, der ist geil, den kenne ich. Ging der nicht irgendwie so? Ey, geh doch mal vor dem Kühlschrank weg. War der das? Ja. Ja, den kenne ich wohl. Jo, zweite Kiste für die Mecker-Heinis, Tanten. Und so. Die Tanten-Heinis. Ja, hörst du auch wieder keinen Danke und nix, ne? Ich komme hier schon wie vor, wie auf der Arbeit. Gut, auf Zeit. Ja. Wie auf der Arbeit. Ja, wie. Ich wollte gerade sagen, wie auf der Arbeit. Und dann wirst du noch verhöhnt. Ach, verdammt. So, jetzt erstmal diese ganzen Edelsteine hier einsortieren. Was braucht man, um die Büsche zu bespaßen? Kot. Okay. Kot müsste doch irgendwo da rumliegen. Überall, wo Beef los Schweine unterwegs sind, wirst du Kot finden. Kannst du bitte erst das Rot machen, das Rot nehmen? Ich möchte gerne ein paar Gärten bauen. Ist dann schlecht, wenn das Ganze. Ja, oder das Rot. Wo liegt das Rot? Ich habe noch 12 Rod bei mir, die kann ich dir übergeben. Warte. Ich habe 10 oder sowas dahin. Bitte. Danke. Und hier unten liegt auch noch Rod. Ja. 17 Mal sogar. Aber du hast ja jetzt erstmal. Ich habe hier nämlich mal so ein paar Büsche angepflanzt. Ja, ich sehe das gerade. Das hast du an sich ganz gut getan. Aber. Jetzt kommt. Das gefällt mir leider aerodynamisch nicht, wie du sie gepflanzt hast. Hat sie wahrscheinlich neben die Straße gebaut. Nein, hat er nicht. Aber es gefällt mir trotzdem aerodynamisch nicht. Du läster Vibe. Ja, ehrlich. Obwohl, ihr tut euch beide nichts. Irgendwie muss ich mich ja wehren. Ihr hackt ja beide auf mir rum. Ja, und? Und? Gefällt's dir? Das war geil. Und beide gleich. Ja, und? Ja, und das war noch nicht mal abgesprochen. Du magst es doch auch. So, das erste Beef Jerky ist fertig. Ja, das sage ich nicht nein. Ich habe ein großes. Doch, sagst du, weil Beef Jerky ist zu wertvoll, um es so zu fressen. Ich hatte noch ein großes Fleisch in die Truhe gelegt. Kannst du gleich hängen, wenn du möchtest. Ja, und zwar etwa 4 Sekunden, bevor du das ausgesprochen hast, ist es an den Haken gelandet. Ich habe Hunger und so. Dann geh doch an den Kühlschrank, Saba. Und oben links in der Ecke sind Meatballs, da kannst du dich dran machen. Ja, laden. Aber da. Jetzt mehr. Ja, aber die Meatballs sind ihm wieder nicht gut genug, jetzt wo er weiß, dass Jerky im Haus ist. Richtig. Oh, der Österreicher, den wird er nie los. Oh shit. Solange er nicht so ein komisches Bärtchen hat. Ja. Das war eine Hitler-Anspielung, Sava. Das war eine Hitler-Anspielung. Buh. Leute, ich hab das. Was mach ich denn? Ich hab echt keine Ahnung, was du da machst. Ich bin hier geblieben. Ich komme hier irgendwie nicht voran, weil ich nicht. Keine Struktur hier drin ist, so gar nicht. Gut, jetzt wo die beiden da gefightet haben, wie sieht's aus? Ist da jetzt irgendwas übergeblieben oder wieder mal gar nichts? Sag mal, wo bist du überhaupt? Ich komme da jetzt mal kurz hin. Nee, da ist wirklich nichts. Das kannst du dir schenken. Ach so. Da haben zwei gekämpft, als die Nacht eingetroffen ist. Dann sammel Dinge ein. Sammel Holz, sammel Rasen, sammel Zweige, sammel. Das sind so die wichtigsten Dinge. Seeds, Boot, Beeren, Karotten. Ja, Mann, laber nicht. Ja, Mann. Ich versuche gerade Holz zu machen, dass wir noch ein Ich versuche uns schnell noch, solange die Jahreszeit es zulässt, mit einem Fangnetz irgendwie Schmetterlinge, hier sind ohne Ende, zu fangen. Um uns Bienen zu garantieren.
Aber jetzt ist es natürlich Abend und die Schmetterlinge sind schlafen gegangen, weil sie gehört haben von meinem fürchterlichen Plan. Mein Gott, ey. Manchmal sprichst du Dinge aus und dann verschwinden die einfach so. Oh, oh, weg, weg sind sie. Christiane. Was? Was? Mist, klappt nicht. Jetzt hab ich ihn verstanden. Jetzt hab ich ihn verstanden. Das ist genau die richtige Kombi. Was wollte ich jetzt? Ich hab jetzt, genau, das Fangnetz habe ich. Schmetterlinge sind keine mehr unterwegs. Oh, oh, ich sollte selber mal was essen. Der Rick gibt sein letztes Hemd und stirbt theatralisch. Ja. Ich mache euch den Leonidas. Warte, wir brauchen noch einen FJTS. Ja, sprich's nicht aus, Sava. Ich weiß es sowieso. Darf ich deine Falle für dich neu bestücken? Ausnahmsweise. Ah, du bist zu gütig. Die Falle muss ich erst dran gewöhnen, dass da... Da kommt nicht mal Fleisch bei rum, sondern so eine beschissene rote Feder, die nun wirklich keinen Schwanz braucht auf dieser Welt. Doch, die roten Federn sind für die Sommerweste. Ja, sage ich doch. Ich habe übrigens ein Beef Jerky genommen, damit ich nicht sterbe. Ach, und du meinst, das ist jetzt eine gute Ausrede? Ja. Ja, was sind das für Zeiten, wo man sich erst bedient und hinterher Bescheid sagt? Naja. Na. Wenn man wenn ich das von Charlie Harper gelernt habe, dann dass man sich immer um Entschuldigung bittet als um Erlaubnis. Hier ist noch weniger System drin als überhaupt gar keine. Ich würde gerne einen Garten bauen. Wo hättest du es gerne? Das ist eine Fangfrage, ne? Nein. Das ist eine Fangfrage, weil sie hat ihn schon gebaut. Höchstwahrscheinlich. Ich hab ihn hier liegen. Möchtest du mir sagen, wo du ihn hinhaben willst? Ansonsten mache ich, wie ich möchte. Darf ich auch vielleicht erstmal durchatmen? Nein. Atmen. Siehst du diese Fläche hier, wo ich mich bewege? Ja. Hier nicht. Was hältst du denn hier so? Auf dem Grün, hä? Diese Parzelle kann ich dir wohl zusprechen. Oh Mann. Ist wieder nicht gut genug, ne? Hast du vielleicht gebaut? Ist wieder nicht gut genug. Ja, ja, ja. Schon, ich verstehe schon. Ist nicht gut genug. Ist nämlich diese scheiß Bären hier. Die auch keiner das Feuer anmacht. Ja, ich hatte scheiß Bären in der Hand. Und was ist mit der anderen Hand? Damit habe ich, da habe ich du unter den Bären gehalten, damit nicht einzelne wegfallen. Ja, jetzt guckst du blöd. Das ist ja wohl eine felsenfeste, gute. Was auch immer. Ich packe hier mal noch ein bisschen Steine rein, die werden wir hinterher noch gebrauchen, obwohl ich glaube, bei unserem, wie wir hier bauen, sollten wir uns Mauern echt sparen. Das wird teuer. Fragen wenigstens vorher. Das da noch hin. Erstmal mein Chester leer machen. Mein Chester. Dein Chester? Dann kannst du den Chester auf die Haare schmieren. Dafür ist der Chester flauschig. Mach doch, was ist Tag für dich. Ich will weiter Gärten bauen. Nicht so ein Befehl, Atom. Gleich wieder da. Gleich wieder da. Oh, oh. Ach ja, so eine scheiß Wabe braucht dich ja auch noch. Wo ist er? Ach, das ist ja nützlich. Das ist ja nützlich, dass hier direkt neben uns so ein olles Ding ist. So. Ja, Zoolander, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Zoolander ist so eine. Würde einer bitte mal den Wabendings kaputt schlagen? Die Killer-Wespen sind gerade hinter mir her. Ja, Sekunde. Oh, sie kommen zurück. Sie haben Finte gerochen. Die kommen vor allem wieder raus hier. Die waren doch noch unterwegs. Ich hab sie kaputt, jetzt folgen sie mir. Jo, danke, dann bring dich in Sicherheit. Ich werde mal den Honig testen. Oh, der ist gut. Der ist wirklich gut. Guter Honig. Oh, ich brauche was zum Gesund machen. Dann müssen wir gleich mal hier so ein bisschen Heilung zusammenwerkeln. Kann ich gerade einfach nicht. So, die Bären noch mit rein. Ein bisschen Nahrung. Ja, sonst lockst du an mir vorbei, dann schlage ich sie eben kaputt.
Komm, hast du gehört, dass... Nee, Chester muss leiden. Für deine Sünden. Selber noch drauf gehetzt, aber für deine Sünden. Ich habe übrigens nur noch dreimal Holz und das habe ich jetzt verbraucht. Ja. Jetzt muss ich aber die Bienenscheiße bauen können. Kann ich immer noch nicht. Was fehlt denn noch? Ich hab die. Wo habe ich denn jetzt diese Kackwabe hingeklatscht? Ach, da. Ach. So, jetzt aber. Sag ich doch. Das Ding platziert mal ein bisschen weg von hier, weil die Bienen gehen auf Dauer auf den Sack. Komm hier hin. Obwohl das eigentlich auch noch zu nah ist. Dahin, fertig. Jo. Ach du verfickte Axt. Ja, das habe ich auch mal gesagt. Es regnet es aber. Du solltest dir einen Schirm bauen. Ich glaube, ein Schweinearsch haben wir. What? What the fuck? Ja, ich baue dir gleich einen Schirm. Dann Danke. Kriegst du keinen Schaden rein. Oder solltest du keinen Schaden reinkriegen. Hatte ich nicht gerade mir was ausgerüstet? Hier, Schaufel, Equip, dankeschön. Ich sollte heimlaufen. Wo habe ich denn jetzt bitte schon meinen Rucksack hingeschmissen? Oh, es ist eine schöne Nacht, oder? Eine helle Nacht. Ja, wir müssen vor Schweinen ein bisschen aufpassen. Die werden so behaart und eklig. Hat einer meinen Rucksack gesehen oder ihn vielleicht an sich genommen oder whatever? Rick, hast du jetzt so einen Dings für mich? Nein, mach ich sofort. Muss nur eben gucken, wo ich das Ding hingelegt habe. Alles klar, habe ich. Und eben gucken, was ich dafür brauche. Ich brauche... da ist er. Oh, zwei Spinnnetze auch noch. Das wird aber teuer. Deine Sicherheit kostet mich aber wieder. Oh, ich glaube, die sind in dem Rucksack, den ich gerade irgendwie vermisst habe. Ja, weil hier habe ich sie nicht und in der Kiste liegen sie nicht, also müssen sie im Rucksack sein. Lass mich eben nachvollziehen, wo ich den abgeworfen habe. Ah ja, alles klar. Ich hole ihn kurz. Ich will mal kurz zum Kühlschrank gehen, ich würde gerne die Dings da rein. Ja, ich bin auch gerade dabei, Dinge zu machen. Okay, jetzt geht's. Der ewige Kampf. In der südlichen Truhe sind nur volle Stacks drin, also volle okay. Stacks, Stein und Flint einmal. Sauber? Ich leg das Ding hier hin. Okay, danke. Den nimmst du in der Hand, so wie eine Axt zum Beispiel. Sobald der Regen aufhört, nimmst du ihn wieder aus der Hand, weil der verbraucht sich sonst trotzdem. Beard her oder wo ist es? Nee. Ja. Barthaare? Ja, das kannst du dir auch über den Kopf halten. Oh. Rick, wo hast du den hingepackt? Hier oben bei der Maschine. Genau, da ist er. Ach, das tut gut. Du dürftest jetzt keinen Schaden mehr kriegen, ne? Schauen wir mal, bis 36 bin ich. 36 Leben? Mhm. Oh. Oh. Dann sieh mal zu, dass du die Nacht überschläfst. Um was zu regenerieren, beziehungsweise haben wir noch Jerky? Ja. Der kann schlafen. Ich dachte, der Roboter kann nicht schlafen. I don't know. Ich habe den Roboter nie gespielt. Wie kann man denn schlafen? Wenn wir ein Zelt bauen oder wenn du dir so eine Schlafmatte machst. Okay, das finde ich gut. Dann kannst du ab Dämmerung, also ab da, wo es rot wird auf der Liste, kannst du dich hinlegen zum Pennen. Okay. Das Dumme ist, du hungerst ganz schön aus, während du am Pennen bist. Okay. Ja gut, wir aber haben ja noch ein bisschen Fleisch. Aber das kriegen wir eigentlich unter Kontrolle, so wie das aussieht. Wo finde ich denn das? Unter Science? Und unter dem Galgen. Galgen. Da braucht man wahrscheinlich wieder episch viel Sachen. Na, Rasen brauchst du, glaube ich, hauptsächlich. Rasen und ein Seil. Ich glaube, 7 Rasen. Ja, also nur Rasen. Okay, und das Seil kriege ich wie? Das Seil kannst du craften, wenn du an der Maschine stehst, an der ersten, auf der rechten, und dann den Diamanten aus der Liste wählst,
Ah, okay. Genau, und da kannst du dann auch Cutstones und Bretter machen. Okay. Musst aber den Prototyp immer erst einmal bedienen. Und Straw Roll ist es dann, oder? Sleep Through the Night, okay, glaub, passt. Ich glaube, das müsste sogar sein. Mhm. Das werde ich dann mal machen. Danke. Oh, ich verhungere gleich. Ich habe meinen Gemüsegarten das erste Mal geleert. Weg, das Schwein, das ist meine Falle. Ich habe auch einen kompletten Stack Holz unten reingemacht für Notfälle. Das ist gut. Ich packe hier nochmal so zwei Bretter mit rein, weil die noch übrig sind. Und ich fange jetzt erstmal ein paar von diesen Schmetterlingen. Die legen es ja quasi drauf an. Na komm, wo ist der letzte Schmetterling? Da ist er. Sehr schön. Und das Ding ist schon einigermaßen gefüllt, dafür, dass ich es gerade erst aufgebaut habe. Bringen wir ein bisschen Honig mit. Leg da noch ein bisschen Miet rein. Warum greifen mich denn die Bienen jetzt bitte schön wieder an? Für den Dings aktiviert? Ich musste eigentlich... Weiß ich gar nicht. Müsste eigentlich. Aber so, ich schlaf da mal eine Runde. Gute Nacht. Ja, hau dich mal hin. Wie geil das aussieht. Schau dir deine Werte an. Was steigt? Es dürfte jetzt, müsste eigentlich alles steigen, außer Nahrung. Nee. Leben nicht. Ha! Sanity steigt. Vielleicht, wenn man wirklich zu weit runter ist. Man weiß es nicht. Ja, dann, wie weit hast du deine Sanity? Und warum hörst du jetzt auf zu schlafen? Weil jetzt ist die Roll weil hin. Sanity voll. Achso, alles klar. Und bevor ich noch mehr Dings verliere und es nichts bringt. Ja gut, stimmt schon. Das heißt, ich muss sowas essen, oder? Was du gesagt hast. Dann zieh dir das Beef Jerky rein. Wo ist denn das? Da drinnen? Ja, aber bitte nicht alles. Zieh dir das große rein und zwei kleine und dann sag mir mal, wie viel Energie du hast. Small Jerky und das große, okay. Ja, wir müssen gleich mal irgendwo eine Stelle finden, wo Beeflos sind und so. Das kleine... Auf 56 bin ich jetzt. Von insgesamt? Keine Ahnung. Okay. Ja, aber es passt wohl. Das kriegen wir schon hin. Das überlebe ich schon. Aha. 175 normalerweise. Wir werden alle sterben, oh Gott. Nee, ich muss irgendwo große Fleischvorkommen finden. Dann ist alles gar kein Problem. Großes Jerky, paar Stände mehr. Dann geht das schon. Ich versuche ein bisschen Dünger zu finden, dass ich noch ein paar Gärten machen kann. Ah, okay. Oben wären ein paar Beefalos. Gut, gut. Allerdings müsste ich vorher auch noch einmal ein bisschen meine Heilung in Aufgabe Gedöns und so. Obwohl, warte mal, ich hatte doch ein bisschen Asche schon beiseite gelegt, oder? Ja, sehr schön. Mit ein paar Gläser. Da sind sie. Stein habe ich. Ach, das ist aber scheiße. Ach, scheiße, wieso sagt mir denn keiner das nach? Oh, es wird nach. Ich selber erst gesehen habe. Jetzt wollte ich. Das kam jetzt überraschend. Ja! Was noch so hell war!
Vor allem war es so kurz, der Tag. Ja, das kommt, wenn es auf den Herbst oder auf den Winter zugeht. Da werden die Tage auch viel kürzer. Könnt ihr mal Thermometer bauen? Geh weg, du verfickte Spinne. Sonst werde ich dich töten. Und deine Nachkommen. Silence! I kill you! Ach komm, du Kackspinne, was machst du da jetzt, da?